Zunächst einmal gilt festzuhalten, dass der Ansprechwert einer Überstromanregung immer um einen gewissen Sicherheitsabstand größer sein muss als der maximale Betriebsstrom des zu schützenden Objekts. Dadurch kann Überfunktion verhindert werden. Wesentlich wichtiger ist jedoch das Kriterium der Ansprechsicherheit. Die Ansprechsicherheit von Überstromanregungen ist dann gewährleistet, wenn der minimal mögliche Kurzschlussstrom noch hinreichend weit über dem eingestellten Ansprechwert der Schutzstufe liegt. Oder sagen wir es besser umgekehrt, der für die Überstromstufe gewählte Ansprechwert muss mit Sicherheit kleiner als der minimal mögliche Kurzschlussstrom sein, um eine sichere Anregung zu gewährleisten. Die Verletzung dieses Kriteriums führt zur Unterfunktion des Schutzsystems und damit zur Zerstörung, mindestens aber zur Beschädigung des betreffenden Betriebsmittels bzw. Anlagenbereichs. Am besten verstehen wir diesen Zusammenhang, wenn wir uns einen Stromstrahl ansehen. Wir sehen hier zunächst den maximalen Betriebsstrom IB Max links im Bild. Dieser beinhaltet alle betrieblich zulässigen sowie betrieblich möglichen Ströme, die in der Praxis auftreten können. Dazu gehören auch Anlaufströme von Motoren und Motorgruppen, mögliche Einschaltströme von Transformatoren und Spulen sowie die aus Umschaltvorgängen resultierenden Betriebsströme. Im rechten bzw. oberen Bereich des Stromstrahls sehen wir hingegen den minimalen und maximalen Kurzschlussstrom. Der Einstellwert der Überstromstufe muss nun geschickt zwischen minimal möglichem Kurzschlussstrom und dem maximalen Betriebsstrom positioniert werden. Zu diesem Zweck führen wir den sogenannten Ansprechsicherheitsfaktor ein. Dieser setzt sich aus dem Quotienten von IK-Min und I-Einstellwert zusammen. Der Ansprechsicherheitsfaktor sollte immer gegen 2 gehen und kann im Reserveschutzbereich gegebenenfalls auch bis zu 1,5 betragen. Wir würden also in der Praxis immer versuchen, den Einstellwert auf den halben Wert des minimalen Kurzschlussstroms einzustellen, ohne dabei den sicheren Abstand zum maximalen Betriebsstrom zu unterschreiten. Dabei sollte der 1,3-fache Wert des maximalen Betriebsstroms nicht unterschritten werden. Wenn mit einem sehr detaillierten Netzmodell gerechnet wird und die vollständige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Kurzschlussströme zum Einsatz kommt, kann der Ansprechsicherheitsfaktor auch beim Hauptschutz bis auf maximal 1,5 heruntergenommen werden.